Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, der Mac Burago, und diese Therapie hier ist kostenlos, genau. Wir sind hier bei der Junkbox-Ausgabe am Dienstag, und zwar Evoland. Genau, wir spielen die ersten 5 Teile auf Evoland. Nein, nicht Teile vom Spiel, sondern Parts von der Junkbox. Danach entscheidet ihr, ob ihr mehr wollt und das Ende sehen wollt. Ich würde mich freuen, weil momentan macht das Spiel tierisch Spaß und hat so den schönen Retro-Look. So, wir wollen aber jetzt die Truhe öffnen. Das habe ich ja euch versprochen, das tun wir auch. Freigeschalten Dorf, Papunika. Warum ist die Musik in Dörfern immer so nervig? Okay, wir haben ja ein Dorf. Okay, aha, wo geht's hier lang? Hier kommen wir wahrscheinlich wieder raus. Aha, da sind wir wieder draußen. Okay, Dorf Papunika, genau. Wir schauen mal hier weiter. Aha, aha, aha. Gibt's hier was zu holen? Nein, so richtig nicht. Hier können wir ein bisschen im Grün rumrennen. Ach, eine Truhe. Was ist es denn diesmal? Häuser betreten. Ihr könnt jetzt beliebig in der Privatsphäre rumholen. Haha, das freut mich. Das machen wir doch gleich mal in Häusern schnüffeln. Nehmen wir dieses Häuschen. Jemand zu Hause? Nein, hier wohnt niemand. Eine Truhe. Was ist da drinnen? Gastwirt. Falls ihr etwas müde seid, wartet ein warmes Bett auf euch zu einem fairen Preis. Das Tolle ja bei solchen Spielen ist, man kann ja auch in den Schränken mal rumwühlen. Die Legende von Kifkas Geist. Village People. Hiesige Legenden, glaube ich. Aha, von den Village People. Alles klar. Sozusagen, ja, es ist ja die Dorfleute. Okay, da kommen wir nicht rein. Den Schrank mal angucken. Ich habe einen Trank gefunden. Trank? Bestimmt einen Health-Trank. Werden wir wahrscheinlich noch brauchen. Hier haben wir noch einen Kommode. Die Rettung der Welt mit Heldenkristall von H. Sakaguchi. Ich glaube nicht, dass ich das brauchen werde. Genau. Mein Krampf von A. Zephyrius. Klingt nicht besonders unterhaltsam. Ja, war es auch nicht. Mein Krampf. So, da haben wir die nette Dame hier. Mit der reden wir natürlich auch. Ihr seid müde? Möchtet ihr euch gegen 10 Guilds in unsere gemütigen Gasthaus ausruhen? Wollen wir das? Nein. Wir sind nicht müde. So, gucken wir mal weiter, was wir noch so hier haben. Das nächste Haus, in das wir schnüffeln können. So, natürlich die Tür. Und alle eure Truhen sind gehören zu uns. Das gab es wohl, eine Übersetzung für. Alle eure Truhen sind gehören zu uns. Aua. Jo, 10 Jahre Deutsch, mir hat's auch gehilft, sage ich dann nur. Okay, da ist nichts drin. Aber eine Truhe. So, erstmal das Fass. 50 Guilds. So, freigeschalten. Ladeninhaber. Bei diesem Kerl könnt ihr jederzeit eure Guilds ausgeben. Ja, Guilds haben wir ein paar. Mal gucken, noch mal was ausgeben können. Tut mir leid. Die Nationalen Schwertverband verbietet uns, Waffen und Kinder zu verkaufen. Oh, das ist aber schlecht. Da sind wir noch zu klein. Okay, geht's mal weiter. Was haben wir denn noch hier? Ich folge einfach mal dem Weg hier immer in den Linksstrahl. Da ist nichts. Ach, da haben wir noch eine Truhe. Da kommen wir auch nichts. In das Haus rein. Diese Tür ist verschlossen. Was sich wohl dahinter verbirgt? Hm, keine Ahnung. Vielleicht nichts. Vielleicht ist es auch eine Trappe. Ein Brunnen. Okay. Kisten 8. Noch eine Kiste, die öffnen wir natürlich gleich mal. Freigeschalten NSC. Endlich jemand zum Reden. Oder auch nicht. NSC. Ich kenne höchstens NPC, Non-Playing Characters. Aber vielleicht heißt es ja nicht Spielcharaktere oder so. Keine Ahnung, reden wir mal dem. Tut mir leid. Mit Kindern rede ich nicht. Unfreundlicher Herr. Aber hier mein Haus. Das können wir gleich mal wieder besuchen, wenn wir schon in der Privatsphäre rumwühlen können. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Aber die Truhe schauen wir uns an. Die Karte, Torque. Eine neue Karte für Doppelzwilling gefunden. Ah, wir können bald Karten spielen. Das Medium ist die Massage. Ah, ja. Von M. McLuhan. Wie passend. Mhm, da haben wir noch ein Nachtschränkchen. Der ultimative Führer für alles. Von S.
Miyamoto, ein absolutes Genie. Ah, Miyamoto. Das war das nicht der Held von Nintendo? Ah, ein Trank gefunden, genau. Der Super Mario hat, das war, ich glaube, der hieß Miyamoto. Also haben wir ja schon schöne Anspielungen auf Persönlichkeiten der Spielebranche, besonders der Konsolenbranche à la Nintendo. So, ach, da ist noch einer, ein Blauhaariger, den reden wir auch mal. Lass mich in Ruhe. Ich spiele nicht mit anderen Kindern. Oh, der ist aber auch unfreundlich. Hm, na gut. So, gehen wir hier mal weiter. Oh, da ist noch einer. Mal sehen, vielleicht redet der mit uns. Tut mir leid. Mit Kindern rede ich nicht. Okay, der redet auch nicht mit uns. Das ist nicht so schön. In der Hütte waren wir schon. Oh, das ist ein anderes Kind. Erwachsene sind nicht lustig. Sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Wenn ich bloß den Wachstumssamen essen könnte, dann wäre ich kein Kind mehr. Der Samen, den ich gefunden habe, ist aber in den Brunnen gefallen. Dort unten ist es dunkel und ich habe Angst, ihn zu holen. Ah, Brunnen, das hatten wir da auch schon mal. Den Brunnen haben wir da auch schon mal gesehen. Wachstumssamen hört sich doch toll an. Da werden wir ein bisschen wachsen. Oh, da steht noch einer. Oh, noch eine Dame. Oh, reden wir mal mit ihr. Was macht ihr hier? Kinder gehören ins Bett. Nee, ich will aber nicht ins Bett. Und der Herr? Wenn ihr nicht lieb seid, kommt der böse Kafka-Geist und frisst euch auf. Hm, diese Kafka-Geist habe ich heute schon zweimal gehört, den Namen. Okay, Brunnen, gehen wir da mal rein. Ja, der Brunnen betreten. Vorsicht, dort unten ist es dunkel. Na klar, rein in den Brunnen. Geheimer Ort, was zum Teufel habt ihr hier zu suchen? Im Brunnen. Ah, da ist die Nuss, die Taube. Ach nein, die Wachstumsnuss, die essen wir natürlich. Ihr habt einen merkwürdigen Samen gefunden. Wollt ihr ihn essen? Hm, wir steigen in einen dunklen Brunnen herein. Finde eine komische Nuss. Tja, was fällt uns besseres ein, als sie zu essen? Na klar, essen wir die. So, essen wir mal die schick, die Nuss. So. Größer werden. Was haben all diese Kinder im Videospielen zu suchen? Ja, gute Frage. Meistens spielt man auf Kinder. Obwohl, verrückter fand ich ja das eigentlich bei Narnia, wo da Kinder gleich ein ganzes Königreich leiten und eine Armee. Naja. So. Die Karte Wurm. Eine neue Karte für Doppelzwilling. Ich bin schon ganz gespannt auf dieses Spiel. Ich habe echt Lust, Doppelzwilling zu spielen. Ich hoffe mal, wir finden bald heraus, wie das geht. So, erstmal hier rauf. Okay. Ich habe endlich merkwürdige Geräusche gehört. In den nördlichen Höhen. Okay. Vorhin hat uns ein Mädchen besucht. Ist sie eure Freundin? Hä, was für ein Mädchen? Ich habe gerne Freundin. Vor paar Minuten war ich, ein paar Sekunden war ich noch ein kleiner Junge. Wieso kommt ihr auf die Idee, dass ich eine Freundin habe? Okay, reden wir nochmal mit ihnen. Die Kristalle im Norden ist ein gefährlicher Ort. Angeblich liegt der Kafkas Geist dort. Doch noch keine Abenteuer ist zurückgekehrt, um uns davon zu erzählen. Ah, Kafkas Geist, nördliche Höhen, das klingt ja fast schon so, als wäre das unsere nächste Aufgabe. Reden wir mit denen hier. In den Höhen davon gibt es ziemlich starke Monster. Mit eurer derzeitigen Ausrüstung lassen wir euch nicht vorbei. Okay, wir müssen unsere Ausrüstung also verbessern. Das heißt, wir müssen wieder mal zum Ladenbesitzer, weil der wollte uns ja als Kind ja nichts verkaufen. Ich denke mal, da wird sich hier etwas ändern. Wir kommen in ein paar Pucken her. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt. Hm, komischer Kauz. Aber hier ist der Laden. Gehen wir da mal rein. Super. Willkommen im Abenteuerladen. Bitte gebt euer ganzes Geld hier aus. Danke. Okay, wie viel haben wir denn eigentlich? 200. Da können wir ein Langschwert kaufen. Das machen wir wahrscheinlich mal als erstes. Ihr habt den Gegenstand Langschwert gekauft. Euer Angriff erhöht sich. So, für mehr reicht es wahrscheinlich kaufen. Kupferrüstung reicht es nicht aus. Trank haben braucht man nicht. So. Aber zum Verkaufen, Tränke können wir verkaufen. Verlassen. Okay. Da müssen wir schauen. Jetzt werden wir das machen, was in vielen klassischen Rollenspielen da ist. Tja, wir gehen eine Runde grinden. Genau, wir brauchen Geld. Haben aber jetzt schon das stärkere Schwert. Damit sollte das relativ gut gehen. Oh, da haben wir zwei Slimes wieder. Angriff auf den da. Pam, 21 und tschüss. Das neue Schwert macht sich ja schon gleich bezahlt. Pam,
und tschüss. 100. Das dürfte ausreichen für die schicke Rüstung. Gehen wir gleich mal rein und holen uns die schicke Rüstung. Wieder zurück in Papunia. So, hey du, gib mir mal die Rüstung. Willkommen im Abenteuerland. Bitte gebt euer ganzes Geld hier aus. Danke. Okay, Kupferrüstung, 150, naja. Die kaufen wir mal, ausgerüstet. Ihr seid zum Kampf gestärkter Monster bereit. So, ich möchte aber gern noch das andere Krimskramzeug da kaufen. Besonders diese seltene Karte interessiert mich. Da brauchen wir 500. Das sollte ja nicht so lange dauern, wenn wir hier ein bisschen grinden. So, rennen wir hier mal rum. So, 3 Slimes. So, dann greifen wir ihn mal an. Pump, der ist weg. Ah, 2. Die machen auch gar nicht mehr so viel Schaden, die Freunde. Oh, auch er ist weg. 150. Damit haben wir ja die 500 ruckzuck zusammen bald. Oh. Laufen wir mal hier mal durch die Gegend, weil es gibt eine zufällige Kampfbegegnung. Außerdem erkunden wir dabei... Oh, ein Emuk. Den greifen wir auch mal an. Hauen wir mal drauf. 19 Schaden. Das hat noch nicht gereicht. Wir gehen mal bei den Gegenständen rein und sollten mal einen Trank benutzen, weil wir haben doch nur 61 Trefferpunkte. Jetzt sind wir bei 100 und greifen ihn noch mal an. So, tschüss. 50. Jetzt haben wir schon 250 Gold. So. Gehen wir mal langsam so ein bisschen in die Richtung hier. Können wir durch den Wald laufen? Ja, wir können sogar durch den Wald laufen. Wow. Wieder ein Slime-Angriff. Batsch. 28 Schadenspunkte, 50 Gold. Wenn Geld verdienen immer so einfach wäre. So, nochmal hier durch den Wald. Ein bisschen durch das Blümchen. Sozusagen. Ne, brauchen wir noch ein paar zufällige Begegnungen. So, wieder ein Slime. Die Taktik ist klar. Angreifen. 26 Schadenspunkte, 50 Gilds eingesammelt. Wobei davon gewonnen kann man ja schon gar nicht mehr richtig reden. Es ist ja schon eher geerntet. So. Ein Emok. So, der greift an, wir greifen auch an. 26 Schaden und weg ist er. 50 Gilds. Wie viel haben wir denn nur? 400. Oh. Da brauchen wir nur noch ein paar. So, ein Emok, ein Slime. So, greifen wir mal an. 19 reicht leider nicht aus. Nochmal drauf. Jetzt ist er aber weg mit 22 Schadenspunkten. Und der Slime kriegt auch noch eins drauf. 100, damit dürfen wir jetzt genug haben, genau, 50. So, damit gehen wir uns mal diese komische Karte holen. Bin mal gespannt, was das für Karte ist. Im Papunika, genau, einmal nachher rüber. Willkommen im Abenteuerland, bitte gebt euer ganzes Geld hier aus. Genau, das haben wir auch vor, und zwar seltene Karte kaufen. Die Karte Emuk. Wir haben die Karte Emuk gekauft. Okay, jetzt haben wir alles ausrüstungstechnisch da. Wir haben die Karte gekauft. Diese komische Phönixfeder, naja, auf die verzichte ich mal. So, reden wir mit ihm nochmal. Nehmt euch Acht auf dem Weg. Zu den Höhlen vor den Monstern in Acht. Aha. Okay. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Jetzt haben wir den Weg freigeschalten und können hier weitergehen. Lalalalalala. Wir gehen jetzt weiter. So, ach, da ist eine Truhe. Die nehmen wir gleich mal mit. Erzwungener Kampf, jemand ruft um Hilfe. Scuffins, ich habe gehört, wie jemand um Hilfe gerufen hat. Sie wurden wohl von diesem Monster angegriffen. Okay. Ach, da gibt es eine zweite Lebensanzeige, die da auf 0 steht. Okay. Gegenstände, Trank. Ah, können wir nicht machen. Wenden wir den Trank mal auf uns an. So, Angriff und draufhauen. Einer weniger. So, du bist der Nächste. Angriff, draufhauen, weg. Ihr habt 180 Gilds gewonnen. Und, oh, wer ist denn das? Danke, dass ihr mich von diesem Monster gerettet habt. Ich brauche den Kristall aus der Höhle, um mein Heimatdorf zu retten. Hilft ihr mir? Ja, irgendwie können wir ja gar keine Auswahl treffen. Es bleibt uns nicht anders übrig, jetzt die Dame helfen zu müssen. Freigeschalten, erzwungene Wahl. Hier scheint das Szenario in die richtige Verzweigung zu führen. Aha. Übrigens, ich heiße... Oh, wie nennen wir die Kleine denn? Aktuell heißt sie Kreakris.
warum eigentlich nicht? Machen wir uns nicht zu viel Kopf. Wir haben Kerkris kennengelernt. Kerkris hat sich dem Team angeschlossen. Ja, dem Team schließt sich jeder gerne an. Aber anschließend geht's morgen weiter, denn das war's jetzt mit der Junkbox für heute, weil der Timer ist schon wieder abgelaufen. Sind ja ein Stückchen weitergekommen, sind sozusagen über uns hinausgewachsen, haben lustige neue Ausrüstung gekauft und haben jetzt jemanden kennengelernt, der mit uns mitzieht. Mal schauen, was das mit sich bringt, sozusagen Tag-Team-mäßig. Das werden wir morgen erfahren, denn unsere Zeit ist wie gesagt schon rum. Schreibt mal rein in den Comments, was ihr so davon haltet. Mich würde mal interessieren, was euch gefällt an dem Spiel und was ihr nicht so mögt. Und könnt schon mal überlegen, ob ihr mehr davon wollt, weil heute ist Dienstag, es ist nicht mehr so lange bis Freitag. Dann steht hier die Entscheidung an, ob es mehr von dem Spiel gibt, von Evoland. Ich würde mich jedenfalls freuen, weil es macht Spaß und ich habe echt Lust, euch das bis zum Ende zu präsentieren. Doch jetzt heißt es erstmal, ich bin Matt Burago und sag Servus und Ade.